Weiter geht's bei Let's Play Mario Kart 8. Der Betrug. Und wir fahren mit Bowser Jr. heute. We have unlocked the Hero Glider. Und den benutzen wir auch with the best bike. And this is the Turbo Bike. And today we play Panzer Cup and Banana Cup. Los geht's. Kumo Weide von der Nintendo Wii. Damit fängt's an. Mit der geilsten Grafik auf der Switch, Alter. Ich habe noch nie von der Windmühle Münzen geholt. Komm, das probiere ich jetzt mal. Und ja, Panzer Cup, Bananen Cup wird lustig. Eigentlich sind die ja relativ einfach. Also sollten wir es schaffen. Ich habe keine Schleusung an. Das ist schon mal gut. Ey, wie die Joy-Cons vibrieren, das irritieren so. Okay, es geht wieder richtig heftig ab hier mit 200 Kubik. Oh man, driftet das Bike. Oh Gott. Ich muss, glaube ich, mehr Switch auf dem Fernseher spielen. Ich muss das. Mich einfach sofort überholt werde. Könnte ich gut, tschüss. Wenn ich nicht betrogen werde, schaffe ich das Rennen. Ich werde ja meistens immer betrogen und dann vor dem Ziel abgeschossen und so. Ja, genau. Eigentlich hat es mir ja geholfen ein bisschen. Da konnte ich ja ein bisschen abbremsen. So, jetzt die Windmühle. Oh Gott, das geht ja gar nicht. Ey, wie viele roten Panzer bekommen die eigentlich? Ach komm! Okay, König Buu hat auch einen Fehler gemacht. Dann müsste ich es jetzt schaffen. Wenn jetzt kein Stachel mehr kommt, schaffe ich es. Da drüber hüpfen. Und da haben wir das Rennen auch geschafft, bäh, mit erster. Cool. Ich glaube nicht, dass Peach die Konkurrentin von Bowser Jr. ist. Eigentlich müsste es ja Bowser sein, aber der ist irgendwie gerade nicht. Weil bei Inkling Girl und Inkling Boy ist immer Inkling Girl oder Inkling Boy halt der Konkurrent. Das ist eigentlich meistens immer so bei Toadette. Achso, irgendwie kommt es mir so vor, dass es immer so ist. Weißt du, Bowser Jr. Peach? Weiß ich jetzt gerade nicht so. Glaube ich ja nicht. Mario's Piste vom Game Boy Advance. Ich liebe das so, wenn diese Strecke so nach oben gefahren wird. Das sieht so geil aus. Nee, Joe, wie kann man sowas programmieren? Ich check's nicht. Wie kann man ein Spiel programmieren? Das so gutes Spiel programmieren, das geht gar nicht. Das ist doch einfach nur hier. Unmöglich. Die Strecke müssen wir hinbekommen, because die Strecke ist geil. Because I like die Strecke. Bremsen, bremsen. Damit wir die Beschleunigung kriegen. Oh man. Das war jetzt nicht gerade so gut, aber es läuft noch alles gut. Okay, zwei Bananen, ist wirklich geil. Einfach wegfahren, Bowser Jr. Rote Panzer sind Schnuppe. Das Lustigste ist ja immer noch, die Computer machen ja auch Fehler. Oh Gott. Ich hab eine Bombe. Was? Oh nein. Ich weiß jetzt, wie man mit einem Pilz einen oh, wahrscheinlich. Wahrscheinlich neben der Strecke. Nein. Oh Gott, ich bin neben der Strecke. Jetzt muss ich abgehen. Ja. Ja. Eine Banane. Das sind alle drei. Ja, ja, ja. Nice, nice. Danke, Blitz. Nein. Ich hab keine Alte. Nice, genau. Fahr, fahr, Junge. Fahr. Wow, ja. Danke, nice. Haben wir es noch gerettet. Boah, ohne Item sogar noch. Boah, das war knapp gerade jetzt hier. Muss schon mal sagen. Alter. Ich will mal nochmal den Stachel mit einem Pilz abblocken. Ich weiß das Timing. Ich habe das nämlich zuletzt geschafft und das war nicht relativ easy. Und das will ich irgendwie mal irgendwann mal nochmal schaffen. Dass das in diesem Part passieren wird, glaube ich ja eher weniger.
Oder dass ein Stachy kommt und indem ich einen Pilz habe, ist glaube ich euer weniger. Zumindest kommt jetzt der Cheep Cheep Strand vom DS und der ist wunderschön. Genauso wie die anderen zwei Strecken, die wir heute schon hatten. Ja, ich mag den Panzercup. Das ist glaube ich einer meiner Lieblingscups. Endlich mal ein bisschen was gechillt ist, nicht so bläh, wir sind so I-Cup, nicht so Crossing Cup. Boah. Wo ich Zweiter sogar wurde, habe nicht mal einen Goldpokal bekommen. Ja, das ist einfach nur Betrug. Ohne Schlausteuern geht es irgendwie nicht. Die große Drachenmauer zumindest. Ja, danke, Boss, schön, dass du wieder nach links driftest. Machst du super. Hä? Wie kann ich jetzt getroffen werden? Ah, alles klar, Peach! Was ist mit dir eigentlich falsch? Du bist immer Konkurrente, du bist immer. Peach ist irgendwie immer in letzter Zeit. Oh Gott, oh Gott. Geh auf Boss Junior. Ja, doch, dein Maul. Peach. Nee, das war Tanuki mal. Och, come on, ich... Und nochmal abgeschossen werden, komm. Ja, genau, ja. So mögen wir Mario Kart. Ja, und wieder kein Item, weil ja alles so scheiße ist halt und so arschlöcher und mir das nicht gibt. Und diesmal wieder... Ja, Stachy, bin ich... Der hat einen Pilz, kann er ausweichen? Nö. Jawohl. Jawohl, so muss das. Genau. Und jetzt habe ich 3 Bananen, das muss reichen. 10 Münzen sind mir jetzt eigentlich Schnuppe. Das, boah, danke. Ey, die sind so nah dran, es ist hier nicht mehr wahr. Warum ist das so nah? Warum? Jetzt bin ich Zweiter. Weil die ja irgendwie 1000 PS haben und mich easy überholen können. Warum sind die so OP? Warum kann ich keinen Vorsprung aufbauen? Ich mach nichts falsch. Das gibt's nicht. 3 Steine haben wir auch wieder verkackt. Hey, das ist doch nur noch Betrug hier. Oh, Toads Autobahn, ja, die finde ich nice. Komm jetzt noch Erster werden. Ey, du blöder Boho. Wie kann man die mit diesem Auto Erster werden? Das Auto ist so behindert. Mit dem kann man nicht fahren, aber die hacken ja alle und haben ein bisschen viel schneller. Aber wenn sie Erster sind, dann sind sie irgendwie langsamer nach einer Zeit. Oh, Toads Autobahn, ich liebe diese Strecke. Und jetzt werden wir Erster. Und wenn nicht. Da schmeiß ich das Spiel aus dem Fenster. Ich habe schon genug geraged bei meinem Privataccount, wo ich die überall die 3 Sterne kriegen wollte. Ey, die DSC Cups sind irgendwie die schwersten. Kann sein, dass die so programmiert wurden? Da hier, jetzt habe ich wieder heftig Vorsprung und gleich nicht mehr, weil die irgendwie wieder 30.000 PS haben und mich gleich wieder aufholen werden. Fliegen wir nochmal. Ja, die Strecke ist auch mega gechillt und war das schon auf dem N64 so, dass es eine 8 bildet? Ist ja ein Zufall. Ein lustiger Zufall. So, jetzt können wir da hoch, damit die Tinte vom Blooper weggeht. Und jetzt werden wir Erster, wenn nicht, ich reiß alles auseinander. Das kann nicht mehr sein, dass ich hier nicht mehr Erster werde. Hab die halbe Strecke Vorsprung. Geh doch bitte einfach in das Ziel. Nein! Bin gegen das Auto gefahren, bin gegen das Auto gefahren, bin gegen das Auto gefahren. Da kommt... Nein! Oh Gott, fahr! Boss Junior kommt! Was labe ich? Ich bin Boss Junior. König Buu kommt. Gut, wir sind Erster geworden, haben noch 2 Sterne in dem Cup. Das finde ich natürlich nice. Und wir haben nur 10 Minuten für den Cup gebraucht. Das heißt, der zweite Cup schaffen wir auch noch locker easy. Haben wir es geschafft. Einen weiteren Cup. Mit 2 Sternen. Das passt doch. Neues Fahrzeugteil. Und. Genau. Ich habe niemals so viele Münzen auf dem Account. What? Hä? What? Habe ich den immer? Habe ich den? Nee. Hä?
Hä, lol. Warum habe ich so viele Punkte? Ich check's nicht. Ich glaube, ich benutze einen Privataccount gerade nur irgendwie zum Cups spielen, kann es sein. Jetzt wäre ich mit irgendeinem Boy schon gefahren. Oh, noch ein Gleiter. Wario-Gleiter, okay. Ich glaube, wir sind mit dem Inkling Boy noch gar nicht gefahren. Kann das sein? Gut, schau mal, wie der Bananen-Cup läuft. Der ist jetzt eigentlich auch geil. Außer die erste Strecke halt von Double Dash ist nicht so. Donner-Ebene finde ich geil. Die Ketchunge finde ich geil. Okay, ich finde eigentlich alle geil. Also Panzer und Bananen-Cup, das sind nice Cups. Die können öfter vorkommen. Aber danach wird es wieder scheiße. Los geht's. Aber so eigentlich mega viel, dass es 12 Cups gibt. Das ist. In Super Mario Kart gab es 4 Cups. Super. Und am Anfang glaube ich auch nur 2 oder 3, glaube ich. Gab es noch einen vierten? Muss man nicht irgendwie freischalten? Gab es denn überhaupt? Ich weiß nicht. Ich weiß halt von 2. Im dritten bin ich mir aber auch nicht sicher. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es hier einfach 12. Das ist so übertrieben. Und. Ja, staubtrockene Wüste vom Double Dash. Kenne ich natürlich auch von Double Dash. Hab ich nie gespielt, ne? Doch, habe ich schon gespielt, ne? Und ja, irgendwie ist jetzt Inkling Girl nicht meine Konkurrentin. Das finde ich gar nicht okay. Jetzt habe ich die Banane weggeworfen. Ich dachte, das ist eine Münze. Oh, man. Ah doch, Inkling Girl ist dabei. Gut. Dacht schon. Lol, das kann man ja easy benutzen. Lol, das kann man ja voll easy benutzen, die Rampe. Die hat mir jetzt richtig viel gebracht. Ja, was ich noch sagen wollte. Ich muss ja jetzt wirklich alle Wii-Spiele verkaufen. Heißt, ich kann kein Donkey Kong Country Returns 200% Let's Play machen. Das war irgendwie voll traurig. Eigentlich wollte ich ja auch noch was anderes machen damit. Aber das wird nichts, weil ich das Spiel ja verkaufen muss. Und SMG2 kann ich gerade noch so behalten. Weil das andere muss weg, das würde zu viel auffallen. Und Stache, ich hasse dich. Wenn jetzt ein Pilz kommt, ne? Und den Panzer. Ich will wieder groß werden, ich will die Abkürzung benutzen. Danke. Easy. ja, das ist voll schade eigentlich, aber SMG2 muss ich behalten. Das will ich einfach zu Ende jetzt bringen. Das muss einfach. Und Super Paper Mario auch. Behalte ich auch noch. Ohne dass es jemand merkt. Weil es sind dann trotzdem 21 Spiele, die ich verkaufe. Und das passt einfach von der Anzahl her. Das kriegt man gut verkauft. Und das Dumme ist, Splatoon 2 darf ich mir auch nicht kaufen. Ach, stopp, noch mit Stachy, alles klar. Splatoon 2 darf ich mir auch nicht kaufen. Wegen Schule, wegen Zukunft, wegen Betrug, wegen Eltern, wegen Betrug. Und ja, ich sag dazu gleich mehr. Ja, ich darf halt Splatoon 2 nicht kaufen. Fertig. Ich weiß nicht, ob es kommen wird. Es kommt halt, sobald ich es habe, kaufen darf. Und es wird auf jeden Fall noch dieses Jahr kommen. Hoffe ich. Und zum Odyssey auch, hoffe ich. Ey, es gibt so viele geile Spiele auf der Switch und ich kann einfach. Bei Mario Kart 8 Deluxe hatte ich irgendwie Luck. Aber jetzt wird es halt langsam schwer, weil ich mich in Zukunft konzentrieren muss. Wegen meinem Vater. Das ist. Scheiße! Deswegen darf ich Splatoon 2 nicht kaufen und ich muss einfach 21 Wii-Spiele hergeben. Und darf mir nicht mal ein Spiel kaufen, das ist so ein Betrug. Nur weil das ja alles zur Switch dazu kommt, ne? Weil ich ja keinen Cent für eine neue Konsole ausgeben darf. Alles Verkaufsgeld. Verkaufsgeld. Ich war hier, ne? Das ist so ein Betrug. Aber später, Alter, wenn ich. Nee, wenn ich erwachsen bin und mein eigenes Geld verdiene und alles hab und eine Wohnung und so Zeug. Und Job und alles. Dann bin ich gleich bekauft. Ich kann kaufen alle Spiele und ich kann kaufen all Controlling und I can kaufen 3DS Capture Card and that's really good und dauert auch nur noch 5 Jahre. Okay, 4 bis 5 Jahre. Dann bin ich so glücklich. Und wenn ich bei dieser Strecke verkacke, einer meiner Lieblingsstrecken, weil es auf dem SNS war, dann weine ich. Verpiss dich. Please. Gut. Danke, Blitz.
Du warst gut, du hast mir so um die Kurve geholfen. Da kommt nichts mehr. Yes! Er ist da. Gut. Nice. Weiter so. Ich glaube, der Part wird doch länger als 20 Minuten. Ja, außer ich schneide alle Ladezeiten raus, aber muss ich, mache ich ja sowieso. Auf jeden Fall kommt jetzt königliche Rennpiste vom N64 und die kriegt man auch noch hin, oder? Die ist auch voll schön eigentlich. Auf dem N64 war es natürlich nicht so schön. Und das Lustige ist irgendwie, am N64, jede Strecke, die ich bis jetzt da gesehen habe, von dem Spiel, von Mario Kart 64, war immer die Musik, die jetzt läuft gerade. Die. Da, 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 da. Auf der Wii gab es ja Marios Rennpiste. Hier gibt es königliche Rennpiste. Das ist so lol, wie einfach alles Rennpiste im Namen hat. Und all die Rennpiste im Namen haben, auch dieser Soundtrack abgespielt wird. Das ist so lol. Früher gab es auch keine Mucke, das muss man sagen. Vor allem in Zelda Link to the Past für ein SNES. Das ist so ein geiles Spiel. Wurde auf jeden Fall noch Let's Played. Ich habe es ja auf der Wii U gekauft. Nice, getroffen. Ja, alle Spiele, die ich auf der Wii U gekauft habe, werden Let's Played. Das sind vielleicht 7. Okay, alle nicht, eins nicht. Aber alle anderen schon. Da ist nochmal 64 dabei. Ocarina of Time. A Link to the Past. Kirby. Was ist das? Summer World ist auch dabei. Wenn so überhaupt, ja, es kommt auf jeden Fall als Let's Play, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es auf der Wii U mache. Betrug. Jetzt ist mein ganzer Vorsprung weg. Pisst euch. Was? Doch, ich hab getroffen. Nein. Kein Blooper. Da, da. Nein. Nein, ich krieg natürlich noch eine Münze. Nein. Und schon wieder Zweiter hier. Nein, der hat eine Super-Hupe. Ja, überholt mich halt alle gleich. Nice. Ja. Boah, ich dachte gerade echt, ich werde noch abgeschossen oder so. Aber ich hatte doch Luck und bin Erster geworden. Komm, jetzt schaffen wir die 3 Sterne, oder? Noch ein Rennen und das packen wir. Und das DK-Dschungel und das packen wir auch. Und easy. Der DK-Dschungel vom 3, der ist los geht's, Alter. Die Strecke ist so geil und so schön und so beste. Und das Spiel ist assi, aber trotzdem. Oh, ich mag die Strecke. Oh ja, der Dschungel am Anfang. Boah, mit den DK-Fässern, ey, so geil versteckt und so. Und so. Oh, so geil. Das müssen wir jetzt packen. Komm, Inkling Boy. Du bist in meiner Lieblingsfarbe. Du bist in meinem Lieblingsbike. Geile Reifen. Der gleitet nicht so, aber... Und du bist ein Inkling. Du musst das schaffen. Schön die Abkürzung nehmen. What the fuck? Ha! Verarscht. Hat Daisy das Katzen-Cabrio oder wie man das heißt? Lol. Irgendwie habe ich Angst. Weil die Gegner einfach nicht weggehen. Na gut, ich muss euch mal richtig spielen hier. Oh Gott. Ja, ich lebe noch. Ich kann jetzt nicht so viel reden, weil ich mich irgendwie gerade konzentrieren muss. Genau. Da schön keinen Stunt machen, damit ich locker easy um die Kurve komme. Okay, dritte Runde gleich. Hab ich's geschafft, Alter. Ich habe wieder Mario Kart aufgenommen. Ich nehme es ja nicht so oft auf, weil ich kein Fan bin. Ich hab den Panzer weggenommen, weil ich dachte, das ist die letzte Runde schon. Ich bin halt gewonnen. Ja, wahrscheinlich bin ich so. Wetten, es kommt eine Rode. Safe. Oh, das finde ich natürlich nice. Genau. Jetzt muss ich wieder schön um die Kurve kommen und wahrscheinlich hat Peach Stern mit 2. Ja. Ja, und Kugelwilli ist auch 30 Millionen. Ja, ich weiß schon, sobald ich weit entfernt bin. Oh mein Gott, ich bin aber richtig weit entfernt, ne? Ich werde 10 Münzen. Geil.
Oh mein Gott, das lief jetzt richtig nice. Wir haben es geschafft. Bananenpanzercup abgeschlossen in 22 Minuten. Nice. Bin ich froh, wenn das Projekt beendet ist, Alter. Wii U Mario Kart 8 muss ich auch noch beenden. Habe ich Mario Kart 8 beendet, endlich mal. Nach einem Jahr. Dann als nächstes Paper Mario, SMG 2. Und dann gibt es wieder neue Let's Plays. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und dann sehen wir uns im nächsten Mario Kart 8 Deluxe Part wieder. Oder im nächsten Video halt. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Und ciao.